Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Rennrad Duisburg. Nein, ihr seid nicht verkehrt, ihr seid vollkommen richtig. Wir sind in Duisburg und die Rennräder sind auch da, aber nicht hier in diesem Film. Ja, wir stehen jetzt auf dem Wasser. Meistens. Und diese komischen Bretter da haben auch ihren Sinn. Das sind sogenannte Subboards und diese Subboards, mit denen haben wir uns jetzt ein wenig unseren sportlichen Horizont erweitert. Jo, wie kommt man ausgerechnet zu Subboarding? Wir fahren ja ab und zu schon mal Fahrrad, das habt ihr ja mitbekommen. Und wir fahren auch ab und zu dann mal an Flüssen und Seen vorbei. Und wir haben da schon immer mal wieder seit ein paar Jahren so merkwürdige Leute gesehen, die auf Surfbrettern standen und mit langen Paddeln da versuchten, irgendwo hinzukommen. Und fanden wir eigentlich immer amüsant und gesagt, mein Gott, normal, die kommen überhaupt nicht von der Stelle damit. Ne? Die fallen da gleich alle ins Wasser, auf so einem Ding zu balancieren, das ist doch, naja, egal. Ne? Man kennt das, was man nicht selber macht, findet man immer lustig und ging uns dann teilweise auch nicht anders. Nur so richtig Gedanken darüber haben wir uns nie gemacht. So, und jetzt kam dann irgendwann mal die Diskussion auf nach dem Motto, wir wollen mal wieder schwimmen gehen. Ja, schwimmen gehen, wo denn, wie denn, was denn? Ne? Und Alice und ich sind eigentlich Wassersportler. Wir kommen zumindest aus dem Wassersport. Wir haben also getaucht. Wir haben einige Jahre recht intensiv Sporttauchen betrieben. Wir sind Wanderkajak gefahren. Wir waren sogar mal in einem Ruderverein und haben Rennrudern gemacht. Hat also alles ein bisschen mit Wasser zu tun. Dann hat uns der Virus des Rennradfahrens erwischt und vollkommen infiziert. Und dann war dafür alles andere, zumindest die Dinge, die auf dem Wasser sind, relativ wenig Platz. Ja, und gut, ich kann das auch verstehen. Alice hat immer, ne, immer nur Rennradfahren ist auf die Dauer dann auch irgendwann mal doof. Ne? Und irgendwie mit diesem Gedanken so im Hinterkopf habe ich dann irgendwo gesehen, dass jemand so ein komisches Ding, so ein Subboard, relativ günstig angeboten hat. Und dann habe ich mir dann angeguckt und dann fiel mir auch wieder ein, was man damit so machen kann und mir so überlegt, eigentlich überhaupt und mal gucken und keine Ahnung und dann, ach komm, ich lasse das Ding einfach mal kommen und dann gucken wir mal. Haben wir zumindest mal eine Ausrede, wieder aufs Wasser zu gehen. Ja, gesagt, getan, bestellt, das Ding kam an. Wir haben es dann ausgepackt. Ich muss jetzt dazu sagen, diese Boards sind eigentlich so eine Art Luftmatratze. Die pumpt man auf. Die sind also nicht massiv irgendwie aus GFK oder Kohlefasern, sondern die sind aus PVC, werden aufgepumpt. Allerdings sind die Dinge dann so bretthart wie eine Küchenarbeitsplatte. Also das ist, man steht da drauf und es ist wirklich hart, massiv. Ja? Nur halt durch den Druck, der da drin ist. Ne? Ja, da hatte ich nämlich glatt vergessen, meinen Garmin einzustellen. Hey. Passiert schon mal. Da haben wir die nächste Parallele. Natürlich zeichnen wir unsere Strecken auf und dafür hatte ich noch meinen uralten, minzig kleinen alten Garmin. Den haben wir dann noch tatsächlich wiedergefunden und den benutzen wir jetzt für die Wassertouren, die wir machen und das klappt ganz hervorragend. Ja, wir haben also Subboards und beziehungsweise erstmal ein Board gehabt, damit sind wir dann hier nach Duisburg auf die 610-Platte gefahren, haben uns dann mal überlegt, wir probieren mal, wie das so ist. Haben uns dann draufgestellt und sind erschreckenderweise nicht ins Wasser gefallen, sondern tatsächlich stehen geblieben. Alice und ich haben dann jeder mal eine Runde gedreht, dann haben wir uns mal zusammen draufgesetzt, dann auch mal zusammen eine Runde gedreht und das hat wirklich totalen Spaß gemacht und gesagt, okay, ne, brauchen wir noch so ein Teil. Und weil ich ja ein lernfähiger Mensch bin, habe ich dann gesagt, okay, wenn wir noch so ein Teil brauchen, dann besorgen wir gleich, dass er noch ein bisschen größer ist, ein bisschen länger ist, weil ich bin auch ein bisschen größer und länger als Alice. Ja, und dann kam dann das zweite Board. Alice hat sich das angeguckt und gesagt, oh, das sieht aber gut aus. Kann ich das haben? Ja, und so kommt es denn, dass Alice jetzt hier und heute in diesem Film die Jungfernfahrt unseres neuen Subboards veranstaltet, während ich auf unserer ersten Errungenschaft gerade sitze und meinen Garmin einrichte. Macht aber im Prinzip gar nichts. Wir tauschen die Dinger untereinander raus. So, wir sind also auf der Duisburger 10-Platte. Das ist unsere erste größere Runde, die wir damit drehen. Also nicht nochmal 100 Meter hin und zurück, sondern wir fahren heute mal einmal ganz rum um die Platte. Haben uns das zumindest vorgenommen, um mal zu schauen, wie das Ganze so funktioniert. We'll be right back.
Ja, das könnt ihr euch natürlich fragen, warum machen wir da jetzt ausgerechnet einen Film von? Relativ einfach. Dieser Film, oder ich sag mal, vom heutigen Tag aus gesehen, liegt die Erstellung dieses Films etwa 2,5 Wochen zurück. In diesen 2,5 Wochen sind wir mehr als 50 Kilometer mit den Boards über Flüsse und Seen gefahren und haben dabei ganz erstaunliche Erfahrungen gemacht. Diese Subboards und dieses Subboarding passt nämlich hervorragend auch zu unserer Fahrradfahrerei. Es ergänzt sich sozusagen. Warum ergänzt sich das? Zum einen ist es ein gutes Training für die Arme und die Schultern. Das ist das eine. Und natürlich auch für die Rumpfmuskulatur, dieses Balancieren auf den Brettern, das macht eine Menge aus. Ja, und ihr kennt ja vielleicht die eine oder andere Strecke, die wir schon an einem Fluss entlang gemacht haben. Die können wir jetzt ergänzen, indem wir diese Strecken nämlich auch auf dem Fluss fahren. Natürlich nicht in der ganzen epischen Länge, wenn wir mit dem Rennrad 100 Kilometer fahren. An einem Tag für 100 Kilometer bräuchten wir mit den Subboards eine ganze Woche. Das kann man also so in der Größenordnung nicht veranstalten, aber man kommt damit an Stellen, an die man mit dem Rennrad nicht hinkommt. Und wir haben mittlerweile gemerkt, dass das eine unglaublich schöne Sache ist, speziell auch in Bezug auf Natur. Und da haben wir uns gesagt, so, ne, wir behalten das jetzt bei. Wir fahren natürlich weiter Rennrad, wir fahren auch weiter Mountainbike. Dieses Jahr ist es dann ein bisschen kurz gekommen, die Mountainbikerei, aber es kommt wieder. Und wir ergänzen das Ganze jetzt zusätzlich noch mit den Subboards und werden das Ganze auch künftig filmisch ein bisschen besser festhalten. Das, was ihr jetzt hier seht, das ist ein erster Versuch. Sozusagen ein Testballon. Und wir haben in der Zwischenzeit schon ganz ordentlich aufgerüstet und also künftig kriegt ihr auch dann vernünftige Filme zu dem Thema zu sehen. Stimmt tatsächlich. So beim zweiten Mal jetzt, also beim ersten Mal, wenn man sich das allererste Mal auch so an Bord stellt, ist die ganze Geschichte noch ein bisschen wackelig. Ja, ist halt so, weil das Ding schwimmt halt und man muss da erstmal sein Gleichgewicht drauf finden und jede Bewegung mit den Füßen setzt sich dann sofort in eine Bewegung des ganzen Boards um. Aber wenn man dann einmal drauf steht und auch den Stand gefunden hat, etwa in der Mitte des Boards, dann sieht man auch, da passiert eigentlich nichts. Also von allein umfallen tun die Dinger nicht. Dann muss man noch ein bisschen mit dem Paddel arbeiten. Das ist am Anfang dann auch wieder ein bisschen wackelig. Aber wenn man dann den ersten Kilometer hinter sich hat, dann macht man das schon ganz instinktiv. Das heißt, man balanciert dann gar nicht mehr so bewusst darum, sondern das passt dann. Ja, und jetzt so bei unserer zweiten Tour, wie ich gerade schon zu Alice sagte, fühlt man sich eigentlich schon ziemlich sicher bei der ganzen Geschichte. Jo. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass dieses im Stehen paddeln eigentlich die ungünstigste Variante der Paddelei auf so einem Board ist. Wenn man Rückenwind hat, ist es ähnlich wie beim Rennradfahren, dann pustet es einen übers Wasser. Wenn man Seitenwind hat, ne, man stelle sich jetzt mal die Hebelverhältnisse vor, ne, man steht dann drauf, der Wind kommt von der Seite, dann fängt es ordentlich an zu wackeln. Und wenn man Gegenwind hat, ja, dann kann es einem durchaus passieren, dass man zwar paddelt wie ein Wilder, aber nicht einen Millimeter von der Stelle kommt. Das ist mir jetzt zuletzt passiert. So, dann gibt es aber mehrere Varianten. Ja, wie ich ja schon sagte, früher bin ich ja Kajak gefahren. Da hatte ich ein langes, hochseetüchtiges Wanderkajak, so ein Sea-Jack. Und das Ding war knapp 6 Meter lang, ziemlich schmal, unglaublich kippelig, aber damit konnte man auf dem Fluss ganz gut von der Stelle kommen. Und ich habe mir dann überlegt, so, jetzt nicht wundern über die Musik, da war gerade eine Beachparty im Gange, wir sind da an einem Wochenende gefahren.
ob man diese Boards nicht auch ähnlich wie ein Kajak fahren kann. Also wenn man Gegenwind hat, das habe ich schon gemerkt, ist es erheblich komfortabler und auch schneller, wenn man dann einfach im Knien, also wie in einem Kanu fährt, wie in einem Rennkanu, und das Stechpaddel benutzt. Ne, man kann diese Subboard-Paddel, die ja jetzt so, wenn man sie im Stehen benutzt, 2,10 Meter lang sind oder 2,20 Meter sogar in dem Fall hier, die kann man auch ein bisschen kürzer machen und dann kann man die quasi wie ein Stechpaddel, ne? So, ich mache das jetzt, ich weiß gar nicht, verändere ich jetzt nur die Position, ne, ich habe jetzt noch meine Position, ne, jetzt gehe ich gerade runter, so, jetzt sieht man es schön, ne, diese Stechpaddelei, jetzt benutze ich es als Stechpaddel, ich habe den oberen Teil des Paddels eingezogen und weil wir haben da ziemlich einen Gegenwind gehabt an dem Tag und das war mir dann wirklich zu blöd, dagegen den Wind zu paddeln und jetzt komme ich wieder munter von der Stelle und jetzt klappt das. Das kann man auch machen. Ne? Man kniet dann allerdings die ganze Zeit auf diesem gerippten Untergrund und das ist auf die Dauer dann auch ein bisschen unbequem. Deswegen habe ich unsere Subboards mittlerweile kajaktauglich gemacht. Das heißt, ich habe da Sitze drauf montiert und wir haben auch mittlerweile Kajak-Paddel, also doppelseitige Paddel und dann sind die Dinger richtig flott. Muss man sagen. Und dann kriegt man damit auch wirklich Kilometer abgerissen. Natürlich nicht so viel und so schnell wie auf dem Rennrad, aber vergleichsweise schon ganz ordentlich. Ne? Und dann kommt man schon, oder unser Ziel ist es, eine Tagestour etwa so von 20 Kilometern zu erreichen. Und ich denke mal, das ist damit auch gut möglich. Wie gesagt, das sind also wirklich die ersten Gehversuche, die wir da auf dem Wasser machen. Und da probiere ich halt auch wirklich zum allerersten Mal richtig aus mit dem Unterschied zwischen Stehen und ja, hier versuche ich gerade eine Wende. Ne? Das ist bei diesen leichten, die sind ja vergleichsweise sehr leicht, diese Boards. Also das Board, auf dem ich da gerade paddel, das wiegt 8 Kilo, glaube ich, oder 9 Kilo. Und die haben hinten eine Finne, wie ein normales Surfboard auch. Damit haben die auch einen relativ guten Geradeauslauf, die haben aber keinen Kiel. Die sind unten drunter, habt ihr ja vorhin gesehen, total flach. Das heißt, der Wind packt die sofort und schiebt die. Ja, wenn ich quer zum Wind bin, dann habe ich hinten einen Ankerpunkt, die Finne, und einen langen Hebel und der Hebel wird vom Wind gnadenlos ausgenutzt. Man muss wirklich, wirklich heftig paddeln, um dann um die Kurve zu kommen. Beim Kajak kann man ankippen. Das kann man mit den Boards auch, aber an dem Tag war ich noch nicht so gut auf dem Board, dass ich das ankippen konnte. Wenn man die dann zu der Seite, in die man drehen will, mal ein bisschen die Seite dann ins Wasser runterdrückt, dann drehen die besser. Da gibt es halt so ein paar Tricks. Aber egal, man sieht, ich bin rumgekommen und immerhin. Ja, wir haben in der Zwischenzeit einige Sachen gelernt. Ne, man sieht hier auch, das waren auch schon die ersten Ausrüstungsversuche. Ich habe vorne auf dem Vordeck unseren Umsetzwagen oder einen unserer Umsetzwagen schon fest drauf. Wir haben wasserdichte Rucksäcke. Und da kommt jetzt eins zum anderen. Und wir haben auch mittlerweile mal gemerkt, dass die Geschichte durchaus auch was mit Trainieren zu tun hat. Denn ja, das strengt dann auch mal ganz ordentlich an. Zurück brauchen wir gar nicht paddeln, zurück lassen wir uns einfach treiben. Ja, am Dienstag kommt das Kajakpaddel, ich bin mal gespannt. Jo, ja, das ist also mit so einem Paddel natürlich eine ganz hervorragende Sache. Das doppelseitige Paddel ist mittlerweile da. Und das war auch eine echte
Erweiterung der Möglichkeiten, die man auf dem Sub dann hat. Und ja, also tastet man sich dann so nach und nach und nach an alle Dinge dran, die man mit so einem Ding machen kann. Ne? Wir haben also mittlerweile auch Sitze dafür, hatte ich ja schon erwähnt. Und ja, dann ist das tatsächlich eine ganz wunderschöne Sache. Ne? Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeiten, wo ich mit meinem Sea-Jack unterwegs war, in diesem 6 Meter langen Baumstamm von Kajak. Das musste ich, wenn ich damit irgendwo hinfahren wollte, erstmal aufs Auto wuchten. Und meistens war ich dann ja allein, weil es ein Einsitzer war. Dann muss man das auf den Dachgepäckträger packen, so sichern, dass das einem auf der Autobahn nicht fliegen geht. Dann muss man es am Ziel dann wieder runter tun. Dann muss man es irgendwie ins Wasser bekommen, das Ding. Das ist ja auch nicht so lang. Und mit fast 6 Metern war dann echt unhandliche Angelegenheit. Hier mit diesen Subs, muss ich sagen, die rollt man zusammen, die pumpt man auf. So ein Ding ist in einer Viertelstunde maximal startklar. Geht also richtig ratzfatz und ja, man kann die auch richtig gut bepacken. Kann eine Menge Zeug mitnehmen und Getränke, Nahrungsmittel, Zubehör, Zelte, Schlafsäcke, keine Ahnung was. Und ist damit richtig gut unterwegs. Ja, ich finde, das ist eine richtig spannende Angelegenheit. Funktioniert mit dem Paddel, dann mache ich uns noch Sitze drauf. Oder zumindest Halterung für Sitze und dann die kannst du ja auch nicht finden, also so Klappsitze. Ups. Dann kann man dann nämlich auch mal bei Gegenwind. Ja, für Gegenwind gehst du runter, das wird auch noch. Aufrecht stehend bist du wie ein Segel und Segelboote segeln aber schlecht direkt gegen den Wind. Oder du brauchst ja so eine Elektrofinne dran, das geht natürlich auch. Ja, sowas gibt es tatsächlich, das habe ich gesehen, Elektrofinnen. Das heißt, anstelle seiner Plastikfinne baut man sich dann so eine kleine Finne mit Akku und Schraube drunter, die ist dann ferngesteuert. Hat dann einen Schalter an seinem Paddel und dann sucht das Ding los. Die fahren dann etwa eine Stunde lang so mit 5-6 km/h und naja, wer es braucht. Ich werde mir so ein Ding nicht anschaffen, definitiv nicht. Was ich aber schon getan habe, ich habe mir ein kleines Segel gekauft. Und das klappt, naja, relativ gut. Ich meine, die Erfahrung habe ich mittlerweile gemacht. Also mein breiter Rücken reicht an sich als Segel schon aus. Jetzt nicht lachen. Ist wirklich so, wenn ich das Segel nehme, mit dem Segel kann ich bis zu 30 Grad quer ab vom Wind steuern. Ja, das heißt also Wind von hinten und ich kann mich dann so ein bisschen quer ab auch zum Wind bewegen, aber nicht viel. Ist quasi nur vor dem Wind segeln, aber ich bin damit doch nicht wirklich schneller, als wenn ich das Segel halt nicht benutze. Ja, und so. Naja, Spielerei. Jo. So, da sind wir schon ziemlich weit auf der 6-Seen-Platte rumgekommen. Ich kann euch sagen, ich habe mir an diesem Tag einen derartigen Sonnenbrand geholt, wie ich nie oder womit ich niemals so gerechnet hätte. Ihr habt es ja vielleicht vorhin am Schatten gesehen, ich trage einen Hut, einen Sonnenhut. Ich habe auch ein Mountainbike-Oberteil an, das nur V-dicht ist, das heißt nur meine Unterarme gehen raus. Ich habe auch eine knielange Badehose an. Dann habe ich gedacht, okay, ne, das sind so die Stellen, wo man sich üblicherweise auf dem Rennrad immer verschmort, wenn man fährt. Ja. Jetzt habe ich mich tatsächlich unten an den Fußgelenken verbrannt. Ist mir so noch nie passiert, aber genau da habe ich einen riesen Sonnenbrand gekriegt. Unglaublich.
Reflexion vom Wasser. Ne? Na gut. Ab jetzt weiß ich auch wieder, wo unsere Sonnencreme ist und ist mir dann auch nur ein einziges Mal passiert. Ja. Wir sind, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, wir sind in der Zwischenzeit natürlich auch schon mal ein bisschen weitergefahren. Ja, wir sind also auch schon mal die Ruhr hochgefahren und haben da so den einen oder anderen großen See umrundet und sind tatsächlich auch schon auf einige Kilometer am Tag gekommen. Also momentan liegen wir so bei 15, 16 Kilometern für eine Tagesrunde und man merkt auch tatsächlich jetzt, also man bekommt da einen Trainingsstand. Ne? Das heißt, es wird von Mal zu Mal einfacher. Wir werden auch von Mal zu Mal immer ein bisschen schneller. Kann ich an unserer Durchschnittsgeschwindigkeit sehen, wenn ich hinterher die Datei auswerte. Und da ist also wirklich ein guter Trainingseffekt sichtbar. Ja, Alice ist mittlerweile so begeistert davon, die könnte jeden Tag fahren. Machen wir fast auch schon. Also zumindest jeden zweiten Tag sind wir auf dem Wasser im Moment mit den Dingern. Müssen jetzt am nächsten Wochenende mal wieder gucken, ob wir auf die Rennräder kommen und mal eine RTF fahren. Und ja, also wir haben Spaß damit. Ja, und wir werden da sicherlich auch noch die eine oder andere sehr interessante Tour machen. Und euch werden wir dann dahingehend auch mitnehmen. Ja, und für alle, die es interessiert, ich meine, man kann natürlich für so ein Subboard eine Menge Geld ausgeben. Kann da also locker mal 1.000 oder 2.000 Euro hinlegen. Man kann für einen Stechpaddel aus Vollcarbon auch 600 Euro hinlegen. Man bekommt aber ganz ordentliche Boards im Komplettset mit einer Luftpumpe und einem Paddel und einer Sicherheitsleine und ein bisschen Flickzeug zusammen. Schon für unter 300 Euro. Ja, ich denke mal, das ist eine Sache, die man sich wirklich ernsthaft überlegen kann. Weil man dann doch wirklich ein vollwertiges Sportgerät hat, mit dem man eine ganze Menge machen kann. Und wir haben mittlerweile Dinge gesehen an Stellen, die wir schon 100-mal mit dem Fahrrad erkundet haben, die wir vorher so noch niemals wahrgenommen haben. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, wir werden euch davon künftig berichten.
beim Subboard hat man natürlich auch die eine oder andere Regel zu beachten. Man braucht keinen Bootsführerschein dafür, aber gibt natürlich, wir sind in Deutschland, mehr oder weniger überall irgendwelche Reglementarien, die man einzuhalten hat. Auf dem Wasser gibt es Vorfahrtregeln. Ja, also normalerweise sagt man Muskelkraft vor Segelkraft vor Motorkraft. Das heißt, eigentlich hätten wir auf Seen und so immer Vorfahrt. Worauf ich mich aber auch nicht unbedingt immer verlassen würde. Vor allen Dingen würde ich nicht darauf bestehen. Ein Segelboot ist immer größer als ein Paddleboard. Auf Flüssen mit großen Motorschiffen ist natürlich klar, die haben Vorfahrt. Da muss man auch Bogen drum machen. In Schleusenbereiche darf man gar nicht erst einfahren mit so einem Subboard, weil es zu gefährlich ist. Gibt es also ein generelles Einfahrtverbot. Ja, schwimmen können sollte man sowieso. Ja, man sollte also jederzeit in der Lage sein, von dem Punkt, an dem man gerade mit dem Sub ist, wieder zum Ufer schwimmen zu können. Ihr seht, wir sind hier teilweise mitten über den See gefahren. Ja, und man hat ja auch Klamotten an, man muss auch mit den Klamotten dann schwimmen können. Wir haben uns mittlerweile auch Schwimmwesten angeschafft, die sind gerade auf Flüssen gar nicht so unnütz. Ja, man sollte auch immer ein bisschen an seine eigene Sicherheit denken dabei, weil so ein Subboard kann natürlich auch mal kaputt gehen. Und dann liegt man im Wasser und hat nichts mehr, was einen oben hält, und da muss man halt selber schwimmen. Jo. Es gibt auch Uferbetretungsverbote, hier zum Beispiel auf der 6-Seen-Platte die Vogelinsel, da darf man nicht ans Ufer. Gilt auch häufig auf vielen Flüssen so. Man darf zum Beispiel, man kommt ja nirgendwo richtig an die Lippe dran. Es sei denn, man fährt auf ihr. Man darf die Lippe tatsächlich befahren. Das werden wir jetzt demnächst auch mal machen. Man darf da aber nicht das Ufer betreten. Das heißt, alles, was man macht, muss auf dem Wasser passieren. Man darf da nirgendwo anlanden. Ja. Sollte man sich vorher schlau machen. Es gibt auch Gewässer, die wollen eine Gebühr haben. Ne? Zum Beispiel in Xanten, der Nordsee und der Südsee. Da muss man, wenn man Subboarden will, eine Tageskarte lösen. Die kostet, glaube ich, 7 Euro. Und dann kann man dann einen Tag lang da auf den Seen so ein bisschen rumschippern. Ne? Idealerweise macht man sich vorher mal schlau. Da nicht so nah an die Äste. Hier in der Bucht ist auch schön.
Da bist du ja schon. Ich gehe jetzt meine Füße nicht. Sorry, jetzt lege ich meine Füße zu Boden. Und dann sind wir aneinander. So, paddel jetzt nicht von hier. Brauchst nicht anschließen. Spannend, muss ich noch rüber machen. Ja. Ich fahr mal los. Los im Wald. So geht auch. Ja, so. So sicher verpackt, dass du nicht dran kommst. Ich habe hier hinten meine Schokoriegel. Tasche. Perfekt. Ich habe hier mein Getränk gesichert. Ich brauche eine Tasche. Perfekt. Das stört definitiv nicht ein paar Händen irgendwo. Kannst du mich wahrscheinlich aus dem Auto machen? Wollten wir da rüben heute. Ja. Können wir gleich da hinten in der Bucht machen. Wir lassen uns hinten in die Bucht treiben, da ist flach. Da können wir ein bisschen spielen. Mal erstmal den Wind. Tja, das war zwar jetzt erst die Hälfte unserer Tour, aber da ich die GoPro ja im wasserdichten Modus betrieben habe, habe ich keinen Ersatzakku dabei gehabt, beziehungsweise habe den nicht gewechselt. Und so war dann jetzt nach etwas über einer Stunde, eineinviertel Stunden Fahrzeit der Akku leer. Insofern hört dieser Film jetzt einfach auf. Nichtsdestotrotz, ich fand, das ist eigentlich ein guter Anstieg, um mal zu zeigen, was wir so in den letzten Tagen, Wochen getrieben haben, als wir jetzt nicht ganz so oft im Pfad unterwegs waren. Und sicherlich auch ein kleiner Appetitmacher für ein paar Filme, die in der Zukunft kommen, weil wir werden jetzt natürlich auch mit dem Support Touren veranstalten und euch mal ein bisschen die Gegend zeigen. Da gibt es nämlich noch viel mehr als nur die Straße. So, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Ich hoffe, ihr findet das Thema interessant. Und ja, ihr dürft gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr dürft auch diesen Kanal abonnieren. Das würde uns sehr freuen, weil es macht doch eine Menge Arbeit, diese Filme zu machen. Und das ist dann immer wieder ein bisschen eine Bestätigung, wenn jemand diesen Kanal dann abonniert. Das zeigt uns dann, dass wir das zumindest für ein paar Leute interessant machen. Jo, ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen Rest der Woche, fahrt Fahrrad oder vielleicht auch ein bisschen Support, keine Ahnung. Wir sehen uns hoffentlich bald.
wieder auf diesem Kanal bei einem neuen Film. Auf der Straße, auf dem Wasser oder vielleicht auch in der Luft. Ich wünsche euch was. Tschüss.